Ja, da sind wir wieder. Auch weiter geht's. Stranded Deep, keine Zeit verschwenden. Die haben nur eine halbe Stunde los gehabt. Und damit herzlich willkommen und moin moin zu einer weiteren Folge Stranded Deep mit Robert Schindler und dem Ragnar. Und wir wollten, wie versprochen, diese Woche raus aufs Meer, ab zur nächsten Insel. Hast du einen Kompass? Der Kompass, mein Junge, ist hier im Flusslager. Okay, sehr gut. Dann habe ich mir jetzt... Soll ich dich jetzt aufs Wasser ziehen? Rauszieh uns aufs Meer. Boah, ich sehe da hinten Schiffswrack. Wollen wir da hinfahren? Ressourcen nicht erstmal wichtiger als weitere Loot? Ja, aber warum nicht beides haben? Was ist? Bist du eigentlich... Also, wo hast du es gesehen? Tatsächlich. Hier an dem Wrack vorbei. Richtung Nordosten oder? Direkt okay. Richtung Wrack quasi. Achso, da hinten. Richtung Südwesten. Also das heißt, wir müssen nachher nach Nordosten wieder zurück. Ja. Das ist extrem wichtig. Nordosten? Ja. Ja, Nordost zurück. Das Gute ist, wir haben ja unseren großen... Genau, unseren Marker. Das finde ich total Marker, geil. Diesen natürlichen Marker, dieses versoffene Schiff. Naja, natürlich ist jetzt ein abgesoffenes Schiff nicht. Gerade so gemacht. Ja. Pseudo natürlich. Mhm. Kann ich mir die Nase kratzen? Ich kann, das ist gut. Und ich habe immer noch meinen... Ne? Vom letzten Mal noch. Also seit 3 Wochen trinkt. Ist die zweite Woche, das möchte ich mal festhalten. Ne? Und es nee. Ist noch nicht schade, also das spricht für die Qualität des Bieres. Na eben, also das musst du ja erstmal rankriegen. Und naja, wir dümpeln über den Ozean, hoffen aufs Beste. Breiten wir unsere Dings hier eigentlich gleich aus, wenn wir da ankommen? Also was? Naja, unsere Kisten. Legen wir die einfach hin. Die legen wir am Strand, ja. Okay, gut. So mache ich das auf jeden Fall immer auf meinen Loot. Bin ich tatsächlich auch für. Hast du Speere mit? 3 oder 4 Stück, ja. Sehr gut. Ich ziehe doch hier nicht unvorbereitet los. Ja, wir gucken mal nach Hain. Ich habe ja das Gefühl, wir kriegen echt auf dem Dötz hier noch auf so eine Überfahrt. Also ich habe noch nichts gehört. Denn Haie oder auch andere Wassertiere, die machen so ein Geräusch. Also der Wal hat gar kein Geräusch gemacht. Der Wal ist ja auch keine Bedrohung. So. Aber da gibt's Tran. Tran zieht natürlich große Meeresräuber an. Alter, wie viel ist das? Ist das ein Kastell? Das ist ein Meereskastell, oder nicht? Ja. Alter, wir ziehen um. Was? Ey, ich sah bestimmt total geschossen aus, wie ich gerade so. Ja. Nee, das ist doch ein Wrack. Das ist doch ein Wrack. Okay. Oh. Also ein Meereskastell wäre ja übel geil. Kann man sich bauen. Echt? Ja, du. Aber. Ist halt nicht das Gleiche. Aber, Digi, du wirst jetzt höchstwahrscheinlich gleich wieder ins Wrack wollen. Ich kann es verstehen. Ich will Palmen fällen, tatsächlich. Achso, gut. Ich kann es verstehen. Aber wir haben keinen Verband mehr. Und du bist schon mal fast verblutet, denn du bist vom Tiger angefallen worden. Ja, ja. Wie kann man denn Verbände wiederherstellen? Ich glaube... Ich lerne noch. Ich bitte es zu verzeihen. Ich glaube, farzige Blätter und Stoff? Ich weiß nicht mehr genau. Okay, da ist schon mal eine Riesenkrabbe. Das ist schon mal sehr gut. Ich packe gleich die Axt aus. Pass auf, hier vorne ist ein giftiger Segel. Ja, ich sehe es. So, hier ist Schluss. Zack, ich packe erstmal meinen... Pass auf, nicht, dass wir wieder auf Schweine treffen. Ja, ich muss erstmal hier... Steine sind auch essentiell. Steine alle mitnehmen. Ja, ich will erstmal krabbenlos sein und so. Und Kisten vor allem. Ihr kämpft hier schon. Ach komm. Sehr schön. So, den häute ich mal gleich. Den Kollegen. Wo Nahrung eigentlich überhaupt kein Problem ist, oder? Also Essen tatsächlich überhaupt nicht. Nee, Essen nicht. Wasser ist das Problem. Ja, Wasser tatsächlich. Aber Essen? Am A. Das ist so eine Mini-Krabbe. Was will die mir denn? Fokus nicht so eine Mini-Krabbe. Siehst du, wir können... Oh, hier hab ich schon mal 2 gewählten Abfall. Okay, ich gönn mir erstmal hier Getränke. Willst du auch? Na, gerade noch nicht so wirklich. Also, bei mir
ist tatsächlich schon nicht mehr so viel. Das Gute ist, ich habe bis jetzt noch keine Sau gesehen hier. Das ist erfreulich. Ich habe schon die dritte gewählten Abfall, das ist schon mal sehr geil. Also ich habe hier bedroht. Ich mache die nächste Krabbe erstmal klar. Achso. Die gibt mir nämlich schon wieder hart auf den Pensi. Das geht mit dem Speer ja richtig gut, oder? Meine Güte. Ja, ist auch gut, wenn du den verbesserten Speer hast mit einer Steinspitze vorne drin. Ja. Ja, das sollten wir bei Zeit machen. Ich kümmere mich jetzt mal um Palmen. Hauptsache Palmen. Ich sammle erstmal nebenbei Steine weg. Dann kümmere ich mich gleich um die faserigen Blätter. Ich kann ja Gott sei Dank bis zu 24 hochstecken und nicht nur auf 4. Nee, das ist tatsächlich sehr schön. Ne? Aber warum geht das nicht mit Steinen oder mit allen anderen Sachen auf? Naja, ich meine, du kannst Palmenköpfe 5-fach stecken. 4-fach. Was ich total sinnbefreit finde. So. Stock nehme ich mit. Tatsächlich lässt sich immer schlecht erkennen. Blätter sind extremst wichtig. Ja, tatsächlich. Oh, ich habe eine Planke gefunden. Ja, nicht vergessen, ich muss auch so ein bisschen bauen. Oh, da sind Schwimmer auf dem Wrack. Ja. Wir können da tatsächlich mit einem Dings anlegen, ne? Ist hier hingeflogen, Alter. Mit dem Boot einfach nachher anlegen. Dann haben wir quasi keine Gefahr. Die haben noch einen Anker, oder nicht? Da liegt ein phasiges Blatt. Da liegt ein phasiges Blatt. Ja, ich versuche es gerade zu finden. Nein, scheiße. Jetzt habe ich bei dir zu viel geguckt. Dum, dum, dum. Dum, dum. Bitte fügen Sie das Zonkgeräusch jetzt ein. Ja, ich gebe mir Mühe. Scheiße. Nehmen wir die Wedel trotzdem mit? Ich meine, das ist ein bisschen Platzverschwendung, oder? Die Palmwedel? Doch. Doch. Das wäre das verschwendete Wasser. Ja, ich weiß nicht, ob es eventuell verschwendeter Platz ist. Ich meine, du kannst sie auch noch hier liegen lassen. Wir werden sicherlich nochmal zurückkommen, um die... Ja, stimmt. Um die Wracks hier leer zu machen. Ja, das zum einen und im Zweifelsfall nochmal irgendwie looten und phasige Blätter holen und was nicht alles. Ja, also man kann ja, also Palmen sind ja erstmal hier noch genug vorhanden. Ja, eben. Wenn man das System raus hat, dann ist Wasser ja auch nicht mehr mit den ganzen... Ja, das wird schon. Blättern und so. Aber dafür ist ja das Farming sehr wichtig. Ja, also Holz haben wir hier dann auch Unmengen. Ist aber auch schneller weg als die Lippe, besonders wenn du Stege baust und so. Ja, ja, eben. Das ist echt viel schnell weg. Ich weiß gar nicht, kann man die Baumstämme stacken? Leider nicht. Die kann man leider nicht stacken. Viermal reichen 5. Aber wir können ja ordentlich Holz schlagen trotzdem. Ja. Ne, kannst du damit sonst mal anfangen? Also Holz kann ich jetzt gerade zum Beispiel nicht mehr aufnehmen. Ja gut, wir haben ja die ganzen Kisten hinten bei dem Teil. 3, 4. Zack. Aber für mich sind erstmal jetzt die Phasenblätter am wichtigsten, denn Seil. Ja, ich weiß gar nicht. Wachsen die Palmen auch? Nee, die wachsen nicht mehr nach und das ärgert mich so ein bisschen. Nee, ob die generell wachsen? Das kann ich dir nicht sagen. Also das ist ja hier jetzt so eine ganz kleine. Mal sind die 3 Stämme lang. Das wäre durchaus interessant. Wie viel habe ich denn jetzt? Ich habe jetzt... Ach, das ist auch schwer. Oh, das Palmenköpfe. Hier ist so ein Juckerbaum in... Ja, ja. So einen anderen Baum reingeeiert, reingesteckt und... Aber wachsen da nicht Früchte nach? Die Früchte wachsen nach, doch. Also ist es dann nicht Quatsch, die Juckerpflanzen abzubauen? Die Juckerpflanzen wachsen auch nachher. Deswegen sag ich ja, es ist gut, den Scheiß anzupflanzen. Der sieht hier aus, ne? Sind nicht nur einmal da. Ja, sicherlich, aber die Pflanze, die du da gerade umgehauen hast... Die wachsen auch nach. Ach so, okay. Also die kleinen Pflanzen an sich auch. Das Dumme ist nur, die phasigen Blätter, die jetzt hier reingefallen sind, die versuche ich erstmal zu kriegen. Ja, ja. Das ist affig. Wie mit meinem Messer. Ich glaube, das ist auch in so eine Ecke gefallen. Das kannst du vergessen. War hier genau das Gleiche, Alter. Schön. Das macht mich so kirre. Ja. Oh, und dieses Wrack lächelt mich so an, ne? Ich finde es total toll, dass man unsere Insel von hier aus gut sehen kann. Shit. Und ich kann jetzt nichts mehr aufnehmen, weil ich habe meinen ersten Stack phasige Blätter voll. Was mich freut. Ich wollte gerade sagen, muss doch erstmal was Gutes. Oh, ich glaube, es fängt gleich an zu regnen und zu donnern, denn der Himmel... Ja, ist ein bisschen diesig, ne? Sieht da hinten auch schon gedacht. Wow, aus. Jetzt muss ich erstmal unseren... So, dann können wir ja gleich ordentlich... warum machst du die ganzen faserigen Blätter eigentlich nicht zu Seilen? Ich könnte jetzt... Tatsächlich erstmal ein paar... Ne, dann hast du wieder Platz im Inventar.
Scheiße, das geht nicht. Und dann kannst du ja wieder Flasi aufnehmen. Ja, nee, warte. Ich mache erstmal bloß 4, weil die kann man auch nur stacken. Achso, ja gut. Ist ja wurscht. Dann müssen den nächsten Stack zusammen. Unsere was? Unsere ganzen. Da sind unsere Kisten. Genau. Weiter hingelegt. So, ich bin auch erstmal voll. So, ich hau hier erstmal die Steine rein. So. 2, 3, 4. Und 1, 2, 3, 4. Das gefällte Metall. Ich brauch tatsächlich noch einen Palmkopf. Komm her, du fällst jetzt noch darum. Das. Das Holz rein. Wow! Abflug! Alter! Ja, Timber! Fuck! Physics Engine! Ach! Ach, Quatsch! Hier, drop mal. Das ist tatsächlich ein bisschen uncool gelöst. Mit den Kisten aufmachen. So, jetzt haben wir eine Kiste schon mal voll mit. Da sind auch schon Stöcke drin. 1, 2, 3, 4. Die nehme ich mal mit. Unsere Seile, das ist schon mal sehr gut. 1, 2, 3, 4. So. Mehr passt da nicht rein. Holz finde ich total gut. Ich hack mal weiter Holz. Oh, Kartoffel. Kartoffel ist ja, nimm mit. Ist schlecht, weil uns die noch verdirbt. Wenn wir genügend Pflanzbeete haben, dann können wir gerne ein paar Kartoffeln mitnehmen. Okay, okay, okay. Ich vertraue da auf deine Weisheit. Was mit Kokosnüssen? Wie viel wollen wir da mitnehmen? Ich meine, die sind so als Wasserspeicher ja erstmal ziemlich cool und die verderben ja auch nicht. Das ist richtig. Aber wir können da nicht mehr als 2 nacheinander trinken, bevor wir Diarrhoe bekommen und sterben. Ja, Kleinigkeiten. So ein bisschen Diarrhoe hat noch keinem geschadet. So, also wir können gleich auf jeden Fall erstmal ordentlich Unterstand bauen. Ich habe hier ordentlich ein paar Stöcke eingesackt. Das ist echt cool mit so einem Ausflug. Was ist denn jetzt dieser andere Aber wenn das, Baum? Aber wenn jetzt mal im Ernst, wenn das gleich stürmt, zurück nach Hause fahren, vielleicht doof, oder? Also dann wird es auf jeden Fall sehr spannend. Denn die Wellen können auch schon mal dafür sorgen, dass das Boot sehr ins Schlackern gerät. Ja, eben. Und ich wollte nicht, auf dem Ozean dümpeln, während es stürmt. Erfahrungsgemäß ist das keine gute Idee. Nee. Und schon gar nicht mit dem Rettungsfloß. Tatsächlich nicht. Stoff ist sehr wichtig. 3, 4. So, Steine sind auch nicht hier. Ganz unwichtig, nehmen wir auch mit. Was ist denn das? Jetzt dieser andere Jucker? Ach, da ist er. Alles klar. Das sind so viele Palmen, Alter. Boah, das ist ja noch ein Wrack. Ja. Boah, und dieses Hin- und Herzischen von der Engine, wenn ich hier sprinte, also von der Axt, kriege ich eine Macke, ne? Kann man sich ausstellen? Nee. Ja, Aloe. Schön. Also bei mir ist es tatsächlich nicht. Stimmt. Wieso habe ich denn hier so ein Tearing? Weil dein Dingsbums scheiße ist. Stimmt. Und auf dem anderen habe ich das auch nicht. Warum habe ich hier Tearing? Oh, ich muss mich abkühlen. Oh ja, shit. Ja, vom Paddeln gehen, oder? Ja. Ja, warte, ich mach nochmal. Ich mach eine Kiste komplett mit Kokosnüssen voll. Ja, ich gehe mich gleich abkühlen. Oha. Und der Wasser sieht's nicht gut aus. Nee, ich würde da auch lieber mit dem Boot rüberfahren und in den Anker werfen. Nein, ich meine gut aus, weil das Wasser ist hier sehr dunkel, sehr trübe. Ja. So, also wir haben. So, die eine Kiste ist schon mal nicht leer. Und wir haben noch 3 recht leere Kisten. Ich hätte noch Seile im Angebot, ein bisschen Stoff. Pack doch weg den Scheiß. Was willst du mit dem Inventar? Ich muss erstmal. Ich kühle mich auch gerade im Wasser ab. Ich bin im Wasser und ich muss mich abkühlen. Was ist denn das für ein Tinnef? Ja, du musst tauchen. Abkühlen wegen der UV-Strahlung und so. Hier ist ein Stachel gerochen. Willst du es unbedingt, ne? Willst du es unbedingt? Ja. Ich komme da aber nicht rauf. Das ist echt assi. Oh, guck mal hier. Genau. Die Schwimmer sind unglaublich gut. Ich finde. Wieso kann ich die nicht aufheben?
Die muss ich so mitschleppen auch, ne? Nee, die musst du erst lösen, genau wie die Fette. Ach so, ja, aber die kannst du wiederum stacken. Das ist ja schön. Ne, auch 4 Stück. Pass auf, dass sie die nicht wegtreiben. Ja, das kriegen wir hin. Das sind auch gleich ein paar mehr. Das finde ich ja grundsätzlich erstmal schön. Boah, ey. Oha, ich glaube, wir kriegen gerade ordentlich Seegang. So, dann haben wir schon mal die Schwimmer. Hier glaube ich auch gerade im Schatten. Oh, hier sind auch Kisten. Naja, das bringt ja irgendwie gar nichts. Zieht das Wasser aber auch hoch, meine Fresse. Okay. Ich konnte hier gerade irgendwas, aber dann war es wieder weg. Keine Ahnung. Okay. Uah, oh, du hast Fitness bekommen. Tiger. Ja, ich bin inside, also ich glaube, ich bin ja, ich safe. Nicht. Puh. Dann komm doch mal hier rein. Nee, ich schwimme jetzt nicht rüber. Container. Der patrouilliert gerade, oh, den haben wir ganz wichtig mitnehmen. Ja. Der patrouilliert gerade ganz übel zwischen Boot und Strand. Ja. Ich lasse das Fleisch mal hier liegen, ne? Ja, das Krabbenfleisch kann weg. Scheiße, jetzt muss ich hier. Guck mal. Wo ist jetzt. Ach, Scheiße. Axt. Die brauche ich. Die schwimmen wir noch mitnehmen. Ja, ja. Abfallplank ist nicht verkehrt. Oh. Stoff, nimm Stoff mit. Wie kommt der Scheiße? Ja, mal dann muss ich die aber hier. Ach, nee, auch nicht. So, jetzt bin ich erstmal voll. Ich wollte das Fleisch hier droppen. Wieso geht das nicht? Musst du. Ich will es auswählen und dann droppen. So, jetzt ich meinen Axt wieder haben. Also, ich kann mit meinem Radialmenü da einfach hingehen und dann einfach Kreis drücken. Weil, Controller und so. Mhm. Und dann droppt er das halt. Ach so. Muss ich das nicht extra in die Hand nehmen. Was manchmal auch nicht geht, wenn das Menü, wenn das Inventar voll ist, was ist ja. So schwachsinnig finde. Also lieber Stoff oder lieber Planken? Lieber Stoff, oder? Was droppen? Nee, mitnehmen. Sowohl als auch, Planken und Stoff. Stoff ist später auch kein Problem mehr, wenn man seinen Webstuhl hat und genug harzige Blätter, klare ja. Sache. So, ich komme jetzt erstmal zurück. Genau, so, gucken wir doch mal, wo der Stoff untergebracht ist. Wo hast du den Stoff denn? Wie, Stoff ist noch keiner da. Ist nicht abgelegt. Kommen wir jetzt gerade jetzt mit Stoff. So liegen denn die Planken so rum? So, lege ich den Stoff mal hier mit rein. Okay. Und die fasigen Blätter hole ich hier auch mit rein. Und die Seile. So, hier haben wir die Schwimmer. Wir sollten uns langsam auch auf den Rückweg machen, denn es wird dunkel. Ja, aber ich wollte so viel mitnehmen wie geht, ne? Ja, das ist, wo hast du nur den Stoff reingepackt? Hier? Nee. Irgendwo da hier, in den letzten drei auf jeden Fall. So. Klankenabfall unbedingt mitnehmen. So, dann gehe ich noch mal rüber, hol den Rest. Da ist auch noch ein fucking Wrack eigentlich. So. Das echt noch machen jetzt? Was? Ja, du kannst mich doch gleich mit dem Fluss abholen. Hast du eine Lampe mit? Weil wenn es da dunkel wird, siehst nichts mehr. Ja. Oh, sehr gut. Ich fahre doch hier nicht unvorbereitet. Wir gehen nirgendwo. Ich erinnere dich an die 7-Days-Tage. Ja, was, also, wie denkst du? Ich gehe auf Loot-Tour mit vollem Inventar. Oh, scheiße, mein Inventar ist voll. So, nochmal Gyrokopter, nochmal Planken. Planken sind gut. So, wir sehen jetzt noch ein paar Steine. So. Das Dumme ist natürlich, ich war so dumm und hab mir keine Fackel oder so mitgenommen. Hier bringt der hier unten noch herzlich wenig, ne? Oh, ich fühle mich hier nicht gut, ne? Ja, und genau das macht dieses Spiel so unglaublich gut. Diese Beklemmung unter Wasser, weil du weißt nicht, was taucht da auf. Okay. Du kannst die Türen kaputt machen. Achso, was krieg ich da? Was habe ich davon? Sie ist weg. Ja, die hängt ja nirgendwo vor oder so. Ja, aber wenn kaputte Türen irgendwo vorhängen, dann ist es natürlich besser, die wegzumachen. Okay, Reifen. Ist halt genauso wie mit den Fässern. Kannst du jetzt so nicht
Nee, achso, ja, das ist natürlich doof. So, jetzt muss ich aber erstmal wieder raus, weil sonst habe ich gleich keine Atemluft mehr. Wie schnell der Mann Luft holt. Meine Güte. Was für ein Typ. So, hier waren jetzt echt nur Reifen drin, oder? Ja, dafür ein paar mehr Reifen. Oh, das geht. Oha. Das ist ja irre. Du, das wird immer dunkler und wir müssen langsam zurück. Ja, okay. Ja, sehr gut. Sehr gut. So, da, die kannst du zum Beispiel kaputt machen. Ja, ich glaube, ich schwimme über den Weg, den ich kenne, raus. Denn das wird so schon ganz schön knapp. Ja. Wenn nicht sogar zu knapp. Na komm. Jetzt ertrink nicht, ertrink nicht, ertrink nicht, ertrink nicht, ertrink nicht. Oh, das war Hölle. Kannst du mich mit dem. Nee, kannst du mich mit dem Boot nicht abholen, ne? Für dich zu dir? Ja. Okay, das war ja schon mal lohnenswert, wa? Muss Wasser finden, was Oha. Durst. Ja gut, wir haben ja Kokosnüsse dabei. Daran soll es jetzt nicht scheitern, ne? So, ich habe gleich wieder festen Boden unter den Füßen. Ich habe eine Lampe gefunden, das finde ich ganz schön cool. Ja. Die brennt auch dauerhaft, ne? Theoretisch ja, aber die geht nachts dann immer an, weil ich glaube, das ist ein Solarding. Ja, das reicht ja. So, lass mal die Container einsacken und ja, ich muss, warte, ich muss noch ein bisschen was lagern. Jetzt kriege ich die Container nicht mit. Können wir noch was lagern? Hier können wir noch was... Planken habe ich noch, ja. Stoff hatten wir doch irgendwo. Wo hatten wir Stoff? Irgendwo da. Da. Ist noch einer leer? Transportmittelfiltereinheit. Die Dinger kannst du erstmal drauf scheißen. Die kannst du da liegen lassen. Wir kommen sowieso nochmal zurück. Hier ist doch noch einer. Wie auf Stacken. Ist alles cool. So. Dich mit. Dich mit. Dich mit. Natürlich bin ich jetzt voll. Ich könnte diesen einen Stein da noch aufnehmen. Wo bist du? Die Helikoptereinheit ist drauf geschissen. Und zwei können wir so raufschmeißen. Guck mal, da ist gar nichts drin. Du bist auch ein Profi, Alter. Du hast doch auch nichts reingeschmissen. Was willst du mir denn gerade erzählen, Alter? Ich wusste nicht mal, dass die Dinger da sind. Fäh. Diese, warte mal. Nee, schade, das wäre auch zu schön gewesen. So. So, ich bin bereit, Schatzi. Ja, mein Hase, ich komme. Schieb mich doch mal ins Wasser. Nordosten. Ich habe keine Ahnung, wo Nordosten ist. Das musst du mir sagen. Komm zu mir. So, und oh. So. Haben wir nach Nordosten? Zum Kompass. Nordosten, jetzt geradeaus. Aber ich sehe auch schon unsere Insel. Ja, das ist die da. Ja, ich. Welche? Die da? Ja. Ganz sicher? Das ist Nordosten. Ja, aber du. Hoffe. Ich wünsche mir das. Es wäre jetzt so unfassbar ungünstig. Wenn das nicht unsere wäre? Nein, wenn es jetzt anfangen würde zu stürmen, dann würden mit ziemlicher Sicherheit unsere Kisten hier draufgehen. Ach, scheiße, ja. Und ich wollte noch was trinken, bevor wir losfahren. Das habe ich jetzt nicht getan. Ich hoffe, das ist nicht gut. Ihr trinkt nicht unterwegs. Oh, ich habe auch nichts getrunken. Scheiße. Wir müssen auf jeden Fall zu Hause ganz schnell was trinken. Ja gut, das wäre nicht das Ding jetzt. Also, was sagt uns das, wenn es dunkel ist? Es ist echt duster und beklemmt und die Folge ist fast vorbei. Ja. Aber wir haben noch Zeit. Echt? Ja, wir haben noch 7 Minuten tatsächlich. Oh, ja, dann sollten wir es auf jeden Fall schaffen. Wir haben uns vorhin beeilt. Wenig Anmoderation und so ein Scheiß und... einfach gleich weiter. Ist das wirklich unsere Insel? Ich sehe unsere Landmarke nicht. Okay, hörst du es? Ja, ich höre es kluggern. Ja, es ist irgendwas da. Es ist auf jeden Fall ein Ei, es ist ein Walhai. Direkt neben dir, rechts neben dir, müsste gleich ein müsste. Da ist ja, ein Walhai. Ist genau, der tut aber nichts. Okay. Hoffe ich. Aber das da ist doch nicht unsere Insel. Es ist Nordosten. Doch, das ist sie. Ich glaub dran. Ja, ich nicht mehr. Doch, das ist doch unser ganzes Stuff. Echt? Ja, stimmt, ja. Haben wir so eine geile Landmarke und dann ist sie nicht da. Das Gute ist, wenn wir jetzt die
die Solarlampe am Strand aufbauen, die geht ja nachts an. Ja. Dann können wir die auch schon von Weitem sehen. Oh, stimmt. Das ist geil. Ja, und deswegen haben wir ein paar mehr davon in jeder Himmelsrichtung eine haben. Das, ja, ist, das macht sich schon bemerkbar. Ja, das glaube ich. Können wir die irgendwie an den Stock bamseln oder sowas? Was können wir? Ja, an den Stock bamseln oder so? Ich glaube nicht, nee. Und das finde ich auch sehr ärgerlich tatsächlich. Ja, oder die kann man doch bestimmt irgendwie an die Wand tackern oder sowas. Oh, Stein. Ja. Ich hüpfe jetzt nicht ins Wasser und zieh dich da weg, das kannst du vergessen. Nee, wir kommen ja dran vorbei. Wir sind, nee, ich lass das den Mann mal machen. Das war schon immer eine scheiß Idee, Männer machen zu lassen. So, trotzdem Steine und nicht unser Star. Entschuldigung. Was ist das Erste, was du gemacht hast? Erstmal Sachen gedroppt? Nee, das lag da einfach so. Ach so. Dann liegt schon noch Wellblech. Das ist ja gut. Hatten wir so einen Felsen auf unserer Insel? Nein. Das ist voll nicht unsere Insel, Alter. Das ist aber Nordosten. Das ist... Null, unsere Insel. Lass uns, scheiße. So, gleich wieder weiter. Lass uns wenigstens vorher was trinken. Ja. Wo ist jetzt unsere Insel? So. Ja, stimmt. Ja, die Kokosnüsse von hier nehmen. Da ist keine. Finde ich hier keine Kokosnüsse oder was? Wollte mich rollen. Das sind doch auch keine normalen Palmen hier oder was? Das sind ja höllengroß. So, ich muss jetzt mal was droppen. So, dann klettern wir hier einmal. Da waren zwei. Aber wir sind straight nach Nordosten gefahren. Das verstehe ich gerade nicht. Wir sind nach Südwesten gegangen. Ja. Ach komm. Also müssen wir nach Nordosten wieder zurück. Wir sind Nordosten gefahren. Hast du die jetzt nicht aufgenommen, Alter? Achso, ist ja schon mal. So. Gut. Du hast deine Fackel hier liegen. Nee, Taschenlampe, ja. Ich wollte gerade sagen, Moment, Taschenlampe. So. Mach mal einen Kompass, genau, so. Wir sind jetzt gekommen aus Richtung Südwesten. Südwesten. Also so, drehe ich mal auf Südwesten. Von da. So, von der Insel da sind wir gekommen. Nee, die da? Nee, genau. Das ist unsere, glaube ich. Nein, von der sind wir gekommen, Digi. Dann fahren wir dahin. Richtung, dreh ich mal ein Stückchen weiter nach rechts. Genau, da auf den Stein quasi zu. Richtung Nordosten, das kann nicht sein. Wir sind südwestlich gefahren. Wir müssen nach... Wir fahren da jetzt hin. Okay. Die sagt doch, das ist nicht unsere Insel. Nachts halt scheiße, ne? So. Schiebschnubbel. Wo willst du hin? Ich muss jetzt mal wenden, sonst kann ich... So. Anstatt, dass er sich mal rausbequemt und das Ding sich zurechtzieht, ey. Quatsch. So. Das da ist mein Ziel. Das ist nicht unsere von Insel. Da sind wir gekommen, ne? Wir sind von der gekommen, von... Genau. Von da. Von da sind wir gekommen. Genau, dann ist da unsere Insel. Hoffe ich. Wenn nicht, können wir immer noch zu der wieder zurückfahren. Uns nochmal neu orientieren. Das kann was werden, ne? Meine Fresse. Ja, von wegen hier, halbe Stunde, Tag ist rum, am Arsch, wir müssen nach Hause. Fick die Henne, wie spät ist das überhaupt? Oh, das ist auch schon kurz nach 12. Oh, ein Tag ist vorbei. Ein Tag, ja. Seit ein paar Wochen. Seit 4 Wochen. 4 Wochen, ja, ist die 4. Folge, ne? Ich glaube schon.
Meine Güte. Guck mal, das sieht doch besser aus. Da sehe ich Wracks. Also entweder ist das die Insel, von der wir jetzt gerade gekommen sind. Oh. Oder ist es unsere? Hast du es gesehen? Ich mache mir hier viel mehr Sorgen, dass es so... Oh ja, hinter uns. Ist es der Walhai? Ich weiß es nicht. Nur, ich habe da eine Flosse gesehen. Ich möchte hier gerade echt nicht rausfahren. Kisten sind mir relativ bums. Aber ich möchte nicht sterben. So, entweder ist das da wirklich die Insel, von der wir gekommen sind. Eben gerade. Wir haben uns endgültig verfranst. Wenn wir so einen ganzen Scheiß nicht wiederfinden, dann kotze ich im Strahl. Das Boot schlingert aber gerade übel. Ich habe gerade echt ein bisschen Bammel, ey. Was, Bammel? Was soll ich denn sagen? Ich hoffe, dass ich unsere Insel wiederfinde. Boah! Mich verjährt, das ist ein Walhai. Oh gut. Der tut aber nichts. Ich glaube, wir kennen den gleich, oder was? Ja, ja, ich habe das schon so oft gedacht. Boah, ich war jetzt auch schon ein paar Mal mit diesem Schlauchboot unterwegs. Ich habe schon mehrere Male gedacht, ha. Aber Land in Sicht. Ist es unsere? Ich weiß es nicht. Ich hoffe es. Aber ich sehe den Landmarker auch nicht. Nee, ich sehe den auch nicht. Ja, damit können wir das ja so wiederfinden. Dreh noch mal einmal. Ist da der Landmarker? Weiß ich nicht. Kannst du es doch genauso sehen. Nee, guck mal, da ist er doch. Da hinter dem Boot. Sicher? Ich glaube ja. Dahinter ist... Ungutes Gefühl bei der Sache. Sieht aus wie ein Mast. Oder ist es die Insel, von der wir gerade gekommen sind? Das kann auch sein. Tja, und so stirbt man Stranded Deep. Ja. Das war recht easy. Hier ist wieder irgendwas. Das ist nicht unsere Insel, oder? Das ist doch nicht unsere Insel. Oder? Ja, ich hab's gesehen. Siehst du es? Oh. Hä? Ist die Strömung oder was? Guck mal da. Was denn? Da. Am Horizont. Am Horizont? Welche Richtung? Dahinter. Siehst du es? Ich muss was trinken. Ich habe null Wasser. Ja, dann gehen wir hier erstmal an Land. Oh, ja, toll. Tja. Was aber ich, guck mal, hier haben wir schon abgeerntet, Digi. Dann ist das... Ja, hier waren wir. Von hier sind wir gekommen. Irgendwie ist der Kompass nicht so ganz genau, oder? Hier sind noch Schwimmer auf dem auf dem Wrack. Was? Guck mal, wir sind von hier gekommen. Wir müssen von hier nach Nordosten. Wir sind doch auch Nordosten gefahren, ey. Wenn wir von hier gekommen sind... Oder ist das unsere erste Insel? Nee, dann wäre unser Dings noch da. Achso, hier ist die Gyrocopter-Einheit, ja. Nordosten. Wir müssen also hier lang. Wir sind auch vorhin hier lang gefahren. Bin ich jetzt so falsch, oder was? Wir sind von Südwesten. Wir sind nach Südwesten gefahren. Wir sind von... Den muss da straight geradeaus. Wo bist du denn gerade? Ich muss dich jetzt mal sehen. Ah. Damit ich weiß, wo du hinzeigst. Weil du guckst gerade irgendwo aufs Meer. Damit kann ich überhaupt nichts anfangen. Ich stehe da vorne. Also Nordosten ist aber auch mal... eine völlig andere Richtung als das, von wo wir gekommen sind gerade. Wir sind auch gerade auf... Scheiße. Also schon massiv. Alter. Das ist ja nicht mal annähernd in der Nähe. Aber wir sind nur nach Nordosten gefahren. Nee, du hast den Kompass in der Hand, nicht ich. Ja, und ich habe gesagt, Nordosten. Ja, ich weiß doch nicht, wo Nordosten ist. Aber ich habe doch... Jetzt komm ran, Wasser. Ich habe dir doch die Richtung angezeigt und es war einfach alles richtig. Oder kann es sein, dass du gewendet hast auf sie oder so? Weiß ich ja nicht. Ich hab da nicht drauf geachtet, dass du gewendet hast. So. Jetzt kommst du hier noch mal her und zeigst mir, wo Nordosten ist. Ich muss dich erstmal finden. Ja, du bist... Ich muss was trinken, ich muss was essen. Du rennst jetzt echt einmal komplett in die Insel rum, anstatt wieder zurückzulaufen, weißt du? Ich versuche dich doch bloß zu finden. So. Ich schätze einfach mal grob, da lang ist Nordosten, an dem Wrack da vorbei. Bei der links. Jetzt geradeaus. Ich brauche eine Kokosnuss. Ich brauche
Warum sollte die Kuchen das hier nicht mal, Alter? Ich hab null Wasser. Da ist keine drin. Hier. Und ich kann natürlich nichts aufnehmen, auch es ist schon wieder so belastend. Ach komm. Nimm die Kiste auch gleich wieder mit, denn du da jetzt hast. Wenn ich jetzt Diarrhoe kriege, ne, verfluche ich dich ja da. Ich vor allem. So bin ich denn mit der Nummer am Hut? Du bist schuld an meiner Diarrhoe. Wieso kann. Oh, guck mal, das ist so dumm. Mein Inventar ja, ist. Ja, nun drop das und verliere hier keine Zeit. Echt so zum Kotzen. So, und vergiss die Kiste nicht. So. Und dann zieh mich ins Wasser, Frau. Ach, scheiße. Ich muss jetzt Paddel auswählen. So. Nordosten. Guck mal, da liegt noch eine Kiste. Die können wir doch mitnehmen, oder was? Du kannst nichts mehr aufnehmen. Da ist Stoff drin und noch eine Leuchtpistole. Ich kann nichts mehr aufnehmen, ne. Naja, warte mal. Dann gucken wir doch mal. Was könnte ich denn? Messer könnten wir vielleicht entbehren. Warte, ich, die beiden fassigen Blätter hau ich weg. Ja, den. So, kann ich so, jetzt... So, an dem Wrack vorbei. Pass auf, wieso kommst du nicht vorwärts? Wahrscheinlich treiben wir noch ein bisschen an Land. So, so. Jetzt in die... In diese Richtung. Also ich bin jetzt, zeig jetzt genau auf Nordosten. Ja, ich bin hier irgendwie... Du kannst auch auf meinen Bildschirm gucken. Ja, ich kann... Die Sache ist eher, dass ich gerade nicht vorwärts komme hier. Hey, der Paddel was? Hast du es gesehen? Alter, ich versuche gerade irgendwie einen Kurs zu halten und eine Insel zu entdecken. Ich sehe hier nichts. Ja, da vorne ist was. Kannst du mal aufhören, dich zu drehen? Du guckst nur nach vorne, mein Freund. Ja, das Ding ist, ich flote gerade genauso wie die Kisten hier drauf. Wenn hier irgendwas gegenstößt, ne? Ich falle ins Wasser. Ne? Also hier, ich habe hier das größte Risiko, Minion. So, gut, da ist eine Insel. Setz dich hin. Wir fahren auf irgendeine Insel auf jeden Fall zu. Und sterben eventuell gleich. Wenn da nichts ist, dann müssen wir uns da ein Dings bauen. Ein Wasserhydrilo-Dings da. Oh. Und er wird mir wieder die ganze Zeit die Schuld dafür geben. Ja, natürlich. Schauen wir dann nach Osten. Ja, wir müssen da lang. Weißt du, der Typ im Kompass. Es kann aber auch sein, dass du mitten auf dem Meer irgendwie eine falsche... Ich bin die ganze Zeit auf eine Insel zugefahren. Aber es war du meinst, sie ist gewandert? Ja, das ist unser Marke. Meinst du, die Insel ist gewandert oder wie? Nee, aber wahrscheinlich hast du einfach scheiße gepaddelt, Mann. Ja, na ganz natürlich. Ne, wenn ich auf einen Fixpunkt zufahre, habe ich komisch gepaddelt und ja, im Kreis gefahren wahrscheinlich. Ja, das ist auf dem Meer nicht unüblich. Ja, aber doch nicht, wenn man einen Fixpunkt hat. Ne, früher haben die Menschen dafür die Sterne genommen. Ja, dann orientiere dich mal hier an den Stern. Wisst ihr was, Leute, so, ich hab die Schnauze voll, die Folge ist vorbei, ich spiele heute scheiß alleine. Ich bin kreis geballt, Alter. Ja, auch nur links drehende Yoga-Kultur im Kopf, ey. Ja, manchmal läuft mir der Pudding aus den Ohren. Ja, ganz offensichtlich. So, da ist trotzdem unsere Landmarke, ich bin glücklich. Wenn wir danach ankommen, ja, ich muss was erfinden nach was. Ich hatte schon genau diese Situation und ich bin am Strand angekommen und bin zusammengebrochen und gestorben. Das ist kein Witz. Ja, das ist natürlich das war optimal, mein zweiter Spielstand, ungelogen. Aber ich muss auch... Ach nee, das ist nur ein Haken. Aber ich muss auch sagen, ich war zu dem Zeitpunkt auch vergiftet, aber auch hart unterwassert. Dehydriert und ich bin... Ich habe es gerade so auch mit dem gelben Gummifluss noch an den Strand geschafft und wollte... Ich bin gerade ausgestiegen und dann bin ich zusammengebrochen, so ja. Ungefähr. Wo ist denn eigentlich Respawn? 20 am Bett, genau. Und okay. Auf den letzten Speichersprung. Naja, das, achso, wird zurückgesetzt. Naja, also okay. Würdest du denn halt wieder da anfangen, wo wir die Folge gestartet haben. Ja, das wäre ja ärgerlich, das wollen wir ja nicht. Oha. Aber dann merkt ja keiner, wenn wir sterben, was? Das wäre irre gut. Ja, das ist scheiße. Dann hätten wir doch Permadeath machen sollen. Der cheatet dann ganz gerne hier.
Siehst du, jetzt ist es schon wieder hell. Ja, und wir können wieder nicht schlafen und es wächst wieder nichts nach. Es wird schon was nachwachsen. Meine Zeit läuft ja trotzdem. Okay, ich glaube, wir sind auf Grund gelaufen. Ich werde dich mal an Land ziehen, weil du es einfach nicht kannst. Ne, paddelst in die falsche Richtung. Ja, du läufst gegen Stein. Ja, aber es macht gar nichts. So. Oh, ich muss was trinken. Trinken. Weggesoffen. Ja, können wir gleich wieder alles voll machen. Ja. Ist ja nicht das Ding. So. Hier ist schon mal. Komm, Alter, das ist hier Idylle pur. Komm ran hier. Das ist doch herrlich. Mit Kompass, ja. Frau. Ne? So, da die Folge jetzt schon 10 Minuten überzogen ist, danken wir euch vielmals fürs Einschalten. Der nicht kompassfähige Michi und der Paddelkönig. Nein, ich paddel im Kreis, ist klar, ist alles meine Schuld. Ne, sind wir uns einig. Wie dem auch sei, danke fürs Zugucken, kommentiert fleißig, Abo, wieder da. Ich krieg's nicht hin, da in der Ecke. Und rein. Glocke, ne, warum denn nicht? Manch eine, ne, so Deppen wie du? Ach du, Abo gibt's auch. Ne, dann hilft das vielleicht noch. Muss man sich sowas bieten lassen? Ne? Ich bin. Alter, ich hab ein Vielfaches mehr Abos als du. Sei mein Gast. Das kostet mich jedes Mal 10, 20 Abos, wenn ich singe, aber ich mache das einfach immer wieder. Ja. Super gut. So, danke fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und wir machen jetzt wahrscheinlich irgendwie 2 Wochen Pause, bevor wir wieder weiter spielen. Von daher, ab jetzt lohnen sich Kommentare wirklich. Denn jetzt nehmt ihr auch Einfluss aufs Spiel. Aber ich habe mich auch vorher darüber gefreut, wenn welche da waren, was ich jetzt noch nicht weiß. Boah, das ist so viel Hypothese. Manchmal gibt es auch diese scheiß Kommentare, Wannabe Friends. Das habe ich unter jedem Video. Das ist so nett, so, dieses ne? Bot-Kommentar. Logik. Gar nicht. Ja, ich krieg Pickel, wenn ich das sehe. Aber gut. Anderes Thema, wollen wir uns jetzt nicht drüber aufregen. Was übel nervt. Erster. Ich hasse diese erste Kommentare. Das ist bei mir nicht so schwer. Also, sorry. So. Reingehauen, Leute. War bis kurz und knapp.